Hallo und es ist endlich soweit. Heute verkloppen wir nicht nur die Arenaleiterin, sondern also wir verkloppen auf jeden Fall schon mal die Arenaleiterin. Mehr weiß ich nicht. Wir schauen mal. Ich leg direkt los. Du möchtest mich also herausfordern, wie? Nichts lieber als das. Ich warte schon lange auf einen Stangentrainer wie dich. Doch ich muss dich warnen. Ich bin stark, denn ich weiß, wie man mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen, alles eine Frage der Konzentration. Ich zeig dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit, zu verlieren. Ich habe mehr als nur das zu verlieren. Fräulein Frieda. Mit deinen komischen, Pokezöpfen. Schneebedeckten One-Hit. Auch wenn das Ding wahrscheinlich Hagelsturm hat. Damit der Kampf noch unangenehmer wird. Da ist der Hagelalarm. Und nö. Egal, Eisenschweif. Und Bobs. One-Hitted. Damit wäre dein erstes Pokémon schon mal weg. Au. Sneeble. Auch das One-Hitte ich mit Eisenschweif. Das Ding ist schneller als ich. Und das Ding kann Schaufler. Das heißt, ich wechsle jetzt aus. Tatsächlich. Weil Schaufler könnte mir sehr wehtun. Ich lasse mich doch hier nicht von einem Sneeble, was schneller ist als ich, BM. Ist ja BS. Natürlich ist es gefährlich, Dingens hier draußen zu lassen. Aber vielleicht reicht Pfiffstreich. Oh ja, es reicht. Aber ich muss auf jeden Fall eine Runde jetzt noch damit vergeuden, wieder auszuwechseln. Nidalis. Fliegen. Ich weiß, das ist gewagt, aber... Weil es da noch ein Psycho-Pokémon. Und er kriegt Eishagelschaden. Zack. Ja, was mache ich denn hier wieder? Ich mache hier wieder ein richtiges Drama, indem ich ein Flug-Pokémon in der Eisarena benutze. Aber was soll's? Ich werde das Eis brechen und mein Notfall-Pokémon einsetzen. Ja, hier haben wir jetzt natürlich einen Brocken. Boah, da müsste ja Gyro-Ball. Eigentlich geil. Aber es wird nicht so viel abziehen, ne? Hier können wir mal einwechseln. Gucken, was Penny so kann. Wir müssten schwerer sein eigentlich. Wir sind ja riesig. Boah, Blizzard zieht trotzdem eine Menge ab. Hätte ich nicht gedacht. Gucken wir doch mal hier den Gyro-Ball an. Ich bin schneller. Wow. Aurora-Schleier, okay. Interessant. Boah, jetzt habe ich aber ein bisschen Angst einzuwechseln tatsächlich. Hier habe ich einen 100er Angriff, wenn ich nach ihm dran bin. Ey, schwierig. Hypnose. Das ist einfach der Play. Hier auf Hypnose, wechsel dann und setz deinen Eisenschweif ein und die Sache müsste eigentlich geritzt sein. Wie er schläft, wie friedlich. Ja, Benny kommt jetzt zurück, jetzt kommt Dings rein. Und dann der Eisenschweif. Ist noch ein bisschen schwächer gemacht.
Geil, der schläft weiter. Dann kriegt er jetzt eine ordentliche Eisenschweifblute ins Gesicht. Boah. Was ein Tank. Ah, jetzt auch noch seine Verteidigung gedroppt. Was ist jetzt los? Heil-Item? Lame. Blizzard, aua. Aua, 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 aua. Fuck. Soll ich das echt riskieren? Ich kann deinen Siegeswillen spüren. Also theoretisch müsste das reichen. YOLO. Boah. Ja, okay, ein bisschen Angst hatte ich schon. Da bin ich ehrlich. Klauenwälzer. Ist eigentlich geil. Für Kratzflug, auf die habe ich eh keinen Bock. Koga wetzt die Klauen. Es war ein erstaunlich guter Kampf. Ich bewundere dich sogar ein klein wenig. Danke. Wow, du bist stark. Damit hast du dir meinen Respekt redlich verdient. Mit diesen beeindruckenden Konzentrationen und Willensstärke hast du total überrollt. Oh, und ich vergesse, ich muss dir ja noch das hier geben. Danke. Ehre. Du erhältst den Firnorden von Frieda. Den Firnorden kannst du dir als Pokédex VM-Attacke Kraxler einsetzen. Oh, nimm das hier auch noch. Danke für die Sticker. Und TM72. Wo ist Auflockern eigentlich? Hab ich Auflockern einfach? Lawine ist geil. Stell dir mal vor, wie viel Konzentration dafür... Ja, du bist. Tschüss. Ich verpiss mich. So, jetzt bin ich bestimmt auch auserwählt, da einfach reinzugehen, ne? Kraxler, Kraxler! Bald ausgeschlüpft. So, ich bin's, der Auserwählte. Hi. Lass mich rein, Mann. Ich bin auserwählt. Ich hab die Arenaleiterin weggeklatscht. Abgehoben. Was ist mein Ziel jetzt? Achso, ich muss immer noch zum See der Stärke, den ich einfach ignoriert. Stärkeufer. Muss ich aufpassen, dass hier kein Pokémon kommt, was ich noch nicht habe. Ah, jetzt ist frei. Möge der Stärkere gewinnen. Hey. Der hat den weggeklatscht, aber richtig easy. Damit können wir nicht davon. Oh, war das schon alles? Deine Pokémon sind gar nicht mal so übel, aber du bist einfach lächerlich schwach. Hast du ernsthaft gedacht, du könntest das Pokémon vom See retten? Und so jemand will Champ werden. Träum weiter, Kindchen. Wie auch immer, es ist echt bitterkalt hier, bro. Los, nichts wie zurück zum Hauptgott wie ein Schlaider. Ja, Move. Oh, dich kenne ich doch. Wir haben uns in Ewigenau getroffen. Ich habe dir dein Kadaver genommen. Hör gut zu. Team Galactic hat etwas Großartiges vor uns, was zum Wohle aller. Kümmere dich daher besser um deine eigenen Kram, anstatt uns mit so armen Pokémon und ähnlichen Pferdefans die Ohren vollziehen. Verschwende deine Zeit bloß nicht damit, zum Hauptquartier in Schlahede zu gehen. Gut, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Mach ich aber. Tachchen. Ja, ja, ich weiß. Ich konnte nichts gegen Team Galactic ausrichten. Diese Pokémon selber, es schien wirklich zu leiden. Doch ich werde mich anstrengen und stärker werden. Es dreht sich nicht alles nur um uns, gewinnen oder verlieren. Ich muss stärker werden. Ich surfen? Nee. Ich gern Meditales. Damit ich das gegen Apollo tauschen kann.
Nein, ich möchte doch nur fliegen. Auf nach Schleieder. Da geht's jetzt ab. Ich könnte auch mal wieder Geld ausgeben für Klamotten. Hab bestimmt wieder einiges angesammelt. Ich habe mich erst gehalten, ne? Ich glaube ja. So, hier, wen will ich denn jetzt eigentlich wieder nach vorne tun? Eigentlich bräuchte ich jetzt hier Benny. Nee, warte mal, die kämpfen mit Dunkel. Ich bräuchte Kampf, hab ich nicht. Gift nützt mir auch nichts, Boden dann halt. Schleider. Ich bin falsch gelaufen, oder? Oder ist das das Hauptquart hier? Ah ja, doch. Tachchen. Ich bin da, um euch zu nerven. Will niemand mit mir hier kämpfen? Ey, wie, ich bin noch zu jung für euch. Ich bin gar nicht jung. Ja, ich möchte hier gerne rein. Wir vertreten hier die Ansichten, dass die Zukunft der kosmischen Energie. Stell dir mal vor, wie wundervoll es wäre, wenn wir diese gewaltige Energie zum Nutzen machen können. Okay, ich verstehe schon. Ihr wollt, dass ich anders in euren Dingens reinkomme. Durch diesen geheimen Teleporter, der da in der Ecke liegt. Hallo. Ich möchte diesen geheimen Teleporter nutzen. Mich geheim teleportieren. Ich habe bestimmt wieder irgendwas überlesen. Oh. Ja, mit dem muss ich reden. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Ja, du erinnerst dich nicht an mich, aber ich erinnere mich sehr gut an dich. Deswegen haben sie mir nämlich nur mein Pipi weggenommen. Mein Partner hat außerdem aus Frust die Rüpelmütze an den Nagel gehangen und ist in seine Heimat zurückgegangen. Jetzt willst du allen Ärzten von mir was über den Lagerschlüssel wissen? Ich weiß nichts von einem Lagerschlüssel. Hat er den jetzt liegen lassen? Der ist ja der absolute Loser. Aber hey, ich respektiere seine Entscheidung. Ich werde jetzt dieses Team Galactic Imperium eigenhändig zerstören. Auch wenn der Weg bis zum Lager gefühlt... Oh, warte mal. Ja, ich lasse mich gerne ablenken. Aber ich habe jetzt Kraxler. Wer kratzelt denn? Hey, das, der VM-Sklave einfach immer. Zoom. Gefäßvoller Alarmrauch. Echt nicht schlecht. Hui. Aber er macht den Gegner langsamer, ne? Ja, das ist doof. Glaube ich. Kann ich ja nachlesen. Egal. Lagerschlüssel. Ich bin's. Ich möchte hier ins Lager und ein bisschen Demi-Demi machen. Hi. Hey, 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 Moment mal, hast du den Schlüssel? Naja, mir auch egal. Unser Lagerschlüssel ist beim Wächter von unserem Hauptquartier. Er ist in besten Händen. Was? Ach, darum geht es gar nicht? Nee. Ja. Oh, abgebrochen. Guck mal, hier, ich bin drinne. Hallo? Ich bin doch drinne. Was mit ihm? Ist ja zu doof zu sehen, dass ich gerade die Tür vor seinen Augen geöffnet habe. Ist mir aber auch egal. Hä, hey, einfach super viel Space. Fläschchen Zink. Das nehme ich mit. Du bist der erste Eindringling, der in unser Hauptquartier geschafft hat. Ja. Ich bin auch der erste Eindringling und der letzte. Weil ich werde den Galaktik auflösen. Docs. Kriegt einen Eisstrahler. Was sind denn hier die Level jetzt? 30, okay. Giftshock, ich bin nicht vergiftet, also ich bin jetzt nicht viel abwehr. Ja.
Wandel. Also laut Schweber. Das heißt, wir setzen Server ein. Und auch Bronzel wurde mit einem Surfer einfach zu Grund im Boden gefördert. Mascholocke. 40 für Sadie mittlerweile schon. Wir waren unser erstes Level 50er. Geht's hoch. Was soll ich das? Zwei Teleporter. Was glaubst du, wer du bist? Kommst hier reingelatscht und entweist unser Hauptquartier. Ich glaube, dass ich euer schlimmster Albtraum bin. Und wegen Charmian habe ich auch gar keine Angst. Aus Charmian mache ich Charmützel. Ich teile es auf. In drei Teile. Mit einem genüsslichen Surfer. Da kommt der Surfer. Kam ja aber schneller als ich. Das ist schon sehr abgehoben. Aber da ist es tot. Da ist der schöne Punktball vom Lager. Siedewasser. Siedewasser ist ein sehr geiler. Das dauert ganz schön lange, das Teleportieren. Sehen. Vor allem, wenn man dann einfach nur leere Räume hat und die durchlaufen muss. Aber weiter geht's. Oh, jetzt haben wir hier einen Teleporter und eine Treppe. Ich sage erstmal den Teleporter nehmen. Willst du kämpfen oder kann ich einfach an die... Ah, ich muss an den anderen, die nicht vorbei. Okay. Du Rotznase. Dann nehme ich Rotznase. Ich bin Rotznase, der Arsch. Der Forsche Ives. Ich sage Kadabra. Ja, das wird er alles überleben, tatsächlich. Ist sogar schneller. Zielkraft. Gemein von mir. Aber für Erdkräfte braucht keine Neuigkeit, die kommt vom Boden. Das Kadaver war ein Loser, sind wir uns ehrlich. Und einig auch. Und ein Kadaver. Auch dieses werde ich mit Erdkräfte für alle gefallenen Freunde. Boah, Psychologie. Ja gut. Hat jetzt auch nicht die Welt abgezogen, einfach nicht für uns. Wen mehr? Hier, sie Forscher besiegt. Weiter geht's in the Gram. Ba-bam! Oh, ist hier alles nass. Oh, du findest einen G-Schlüssel. Okay, nach Hause. Matschbombe, Guy. Und du? Okay, du bist jetzt. Das ist ein schneller Weg nach draußen. Ja, das habe ich ja gesehen. Perfekt, dann ist ein Gehschlüssel, können Türen öffnen. Wir gehen den Schlüssel überall hin. Das ist nützlich, dass ich mir den Gehschlüssel überhaupt geholt habe, würde ich sagen. Den nehmen wir mit. Der wird zwar den Boss beeindrucken, aber uns wird er nicht beeindrucken können.
Wie will er mit dem Baumpel beeindrucken? Ist er komplett los. Nicht mal ein Schaloko oder so, einfach ein Baumpel. Macht ein Eisstrahl, das geht in die Eiszeit zurück, das kleine Ding. Wenn der Baumpel auf Level 32 noch nicht entwickelt hat, war vielleicht ein Problem. Und da hat er dann vielleicht noch ein Panico? Dann will ich es verstehen, dann hat er seine ganze Line mitgenommen. Hoffentlich kein Giftbruder oder Paralyse-Shit. Danke. Arsch. Yo, einfach Gift neutralisiert. Gut, ich akzeptiere das. Das ist der neue Anspruch an Pokémon Games. Wir neutralisieren einfach mal das Spiel. Ja, das Panico. Ja, da wird's rein. Ey, Panico ist auch riesig. Und Eisstrahl. Gut, ob es halt nicht genau das ausgehalten. Andere haben einfach ihre Ehre verloren. Nee. Weiter geht's. Willst du kämpfen oder? Ja, ich hab den Schlüssel. Die denken, ich hätte keinen Schlüssel. Das tut mir leid. Dann habe ich mir noch vor schnell vorher geholt. Skookapu. Here we go. Hier kommen Erdkräfte. Und easy habe ich die weggeklatscht. Gucke schon 37 Kobold, richtig schnell auf. Was? Der will auch kämpfen? Der sah nicht so aus, als würde er kämpfen wollen. Bronze. Und da kommt Sally. Sally hat Gefühle und ich sag nur Server. Ich wollte schon fast Erdkräfte einsetzen, weil er super effektiv steht. Das war gemein. Ich schwöre, in einer anderen Version stand da was anderes. Der kriegt Erdkräfte aber ab. Ja, der hat das verdient. Ja, was? Der kommt. Ja, perfekt. Und hier von dieser Tür beenden wir unseren heutigen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gute Nacht mit einer 5, mit einer 1, mit einer 3. Ich drück einfach alles durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.